U3 der Hamburger U-Bahn ist Deutschlands einzige U-Bahn-Ringlinie. Dabei befährt sie insgesamt eine Strecke von 20,5 Kilometern. Die Ringlinie selbst ist dabei 17,5 Kilometer lang. Der Rest der Strecke gehört zur sogenannten Walddörfer U-Bahn nach Wandsbek-Gartenstadt. So, und bevor es nun richtig mit dem Video losgeht, möchte ich noch zwei, drei Worte dazu verlieren, dass wir mittlerweile auf diesem Kanal unglaubliche 10.000 Abonnenten erreicht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mit YouTube angefangen habe, war das so eines der absoluten Träume, das irgendwann mal zu erreichen. Aber fest damit gerechnet habe ich natürlich nie. Und das jetzt zu erreichen, ist ein unglaubliches Gefühl. Und so nochmal ein kurzer Szenenwechsel an den Magdeburger Hauptbahnhof. Ja, ich möchte euch nämlich ganz recht herzlich für 10.000 Abonnenten danken, die wir mittlerweile erreicht haben. Ein unglaublicher Meilenstein, den ich mir zu Beginn dieses Kanals niemals hätte erträumen lassen. Das war immer zu Beginn zwar ein großer Traum, wo man aber dachte, ja, ob man den mal jemals erreicht, das steht noch in den Sternen. Und den jetzt zu erreichen, das fühlt sich unglaublich an. Da danke ich jedem ganz recht herzlich, der hier regelmäßig einschaltet und nun Abonnent von mir ist, dass dieses Ziel erreicht werden konnte. So, und damit möchte ich natürlich auch ankündigen, welches Special es für diese 10.000 Abonnenten geben wird. Und zwar wird es da einen Livestream geben, wo ich unter anderem Fragen beantworten werde, wo wir diverse Spiele spielen werden, unter anderem auch OMSI, Trains and World und vielleicht auch mit ein paar Freunden zusammen. Und ja, dann wird dieser Stream nächste Woche Freitag, also heute in einer Woche, um 16 Uhr starten und dann bis spät in die Nacht, je nachdem, wie viele Leute zuschauen, wie es Spaß macht, vielleicht bis Mitternacht, bis um 2. Genau, abschließend bleibt mir nochmal zu sagen, vorneweg, vielen recht herzlichen Dank für die 10.000 Abonnenten und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video über die Hamburger U3. Die U-Bahnlinie 3 verkehrt im Ringverkehr von Barmbek aus über Hauptbahnhof Süd nach Schlump und dann wieder weiter nach Barmbek. Die Züge hier verkehren in der Regel im 5-Minuten-Takt. Auch nach Wandsbek-Gartenstadt geht es aller 5 Minuten. Insgesamt werden dabei 24 Stationen bedient. Mittlerweile werden auf der U3 größtenteils Fahrzeuge vom Typ DT5 eingesetzt, welche die neuesten Fahrzeuge im Hamburger U-Bahn-Fuhrpark sind. Die vormals größtenteils auf der U3 eingesetzten DT3-Fahrzeuge wurden dadurch mittlerweile fast komplett verdrängt. Aber auch hier bestätigen natürlich Ausnahmen die Regel. Die DT5-Züge, welche seit 2010 gebaut und an die Hochbahn ausgeliefert werden, werden von Alstom und Bombardier produziert. Aus den ursprünglich geplanten 87 Triebwagen bei der ersten Bestellung sind mittlerweile 131 durch weitere Nachbestellungen geworden, die bereits ausgeliefert sind. Ein Triebwagen ist dabei knapp 40 Meter lang und besteht aus 3 Wagen. Diese sind alle durch Gelenke miteinander verbunden und der Zug ist komplett durchgängig. Jeder Wagen besitzt immer pro Seite 2 Doppelschwenktüren, sodass sich in einem Triebwagen insgesamt 6 Türen pro Seite befinden. Dabei verkehren sie fast ausschließlich in Doppeltraktion. Neben der U3 sind sie dabei auch zu großen Teilen auf der U4 im Einsatz. Dabei wurden die Fahrzeuge vor allen Dingen für die Ausmusterung der DT2 und DT3 Fahrzeuge beschafft, sowie decken sie auch den Mehrbedarf an Fahrzeugen durch die Inbetriebnahme der U4. Einen Sitzplatz finden im Inneren des Fahrzeugs insgesamt 96 Menschen, 240 weitere Stehplätze existieren. Starten wir unsere Erkundung der U3 am zentralen Drehkreuz der Stadt Hamburg. Der Hamburger Hauptbahnhof ist mit 550.000 Fahrgästen täglich der am stärksten frequentierte Bahnhof in ganz Deutschland. Hier besteht außerdem Umsteigemöglichkeit zu allen U-Bahn- und S-Bahn-Linien. In der Bahnhofshalle des Hamburger Hauptbahnhofes gibt es insgesamt 10 Bahnsteiggleise. Davon sind 2 ausschließlich für die S-Bahn vorbehalten. Zudem gibt es noch 2 weitere Durchfahrtsgleise ohne Bahnsteig. 2 weitere S-Bahn-Gleise liegen in einem Tunnelbahnhof neben den Gleisen in der Bahnhofshalle. Von Hamburg aus gibt es diverse Fernzugverbindungen, teilweise im Stundentakt, 2-Stunden-Takt oder auch nur einzelne Zugpaare. Vorwiegend fahren sie von hier aus entweder in Richtung Norden nach Kiel oder Richtung Westerland, teilweise aber auch Richtung Rostock und Stralsund. Für viele Fernzüge aus dem Süden kommend ist Hamburg bereits Endstation. Somit setzen hier auch viele Zugpaare Richtung Süden ein und verkehren dann über Berlin und Hannover weiter bis nach München und über das Ruhrgebiet und Frankfurt nach Basel, Stuttgart oder ebenfalls München.
Im Nahverkehr ist Hamburg auch ein wichtiges Drehkreuz. Aus allen Himmelsrichtungen laufen hier Strecken zusammen, zum Beispiel so aus Bremen, Kiel, Westerland, Lübeck und Uelzen. Für die U-Bahn am Hauptbahnhof gibt es hier zwei separate Stationen mit eigenen Namen. So halten an der Station Hauptbahnhof Nord die U-Bahn-Linien 2 und 4 in einem röhrenartigen Bahnhof. Was die getrennten Namen somit schon klar machen, ist, dass der Umsteigeweg zu den U-Bahn-Linien, die an der Station Hauptbahnhof Süd verkehren, deutlich länger ist. An der Station Hauptbahnhof Süd verkehren somit neben unserer U-Bahn-Linie U3 die U1, welche Norderstedt-Mitte mit Großhansdorf bzw. Ullstedt verbindet. Die Station, an dem unsere U3 hält, ist mit einem breiten Mittelbahnsteig und einer großen gewölbten Decke versehen. Durch eine optische Abtrennung durch eine Fliesenwand in der Mitte des Bahnsteigs wirkt die Station wie zwei einzelne Außenbahnsteige. Allerdings gibt es in dieser Wand mehrere Durchgänge. Die Wände sind hier mit hellgrünen Fliesen gestaltet und insgesamt ist die Station recht schlicht gehalten. Die Station, an der unsere Züge halten, existiert bereits seit 1912. Wir wollen nun in einen Zug einsteigen und mit ihm in Richtung Innenstadt und Hafen fahren. Somit müssen wir an der Zielbeschilderung der Fahrzeuge auf die Fahrtrichtung Schlumpp-Barmbek achten. Die Station Mönckebergstraße, welche wir nun als ersten Zwischenhalt erreichen, ist mit zwei Seitenbahnsteigen ausgestattet. Auffällig ist hier die besonders niedrige Deckenhöhe. Grund dafür ist, dass die U-Bahn-Station nur wenige Meter unterhalb der Straßenoberfläche liegt. Sonst ist die Station relativ schlicht gehalten mit weißen Wänden. Oberhalb verläuft Hamburgs wichtigste Einkaufsstraße, die Mönckebergstraße. Somit findet man hier auch diverse Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten. Somit fällt auch auf, dass wir hier mitten in Hamburgs Innenstadt gelandet sind. Direkt neben dem Eingang zur U-Bahn-Station steht außerdem noch der Mönckebergbrunnen. Die Springbrunnenanlage lädt mit ihrem Wasserspiel zum Verweilen ein und steht hier bereits seit dem Jahre 1926. Zurück im U-Bahnhof fahren wir nun weiter unterhalb der Mönckebergstraße entlang, welche auf ihrer Achse den Hamburger Hauptbahnhof mit dem Rathausmarkt verbindet. Am Rathausmarkt erreichen wir dann auch die U-Bahn-Station Rathaus. Diese liegt hier in einer leichten Kurve und ist ebenfalls mit zwei Außenbahnsteigen ausgestattet. Interessant sind die noch hier historisch erhaltenen Zugänge zur Station. Sie sind vor allen Dingen mit Steingeländern und einer schicken Uhr in der Mitte zum Zugang ausgestattet. Wie der Name der U-Bahn-Station und des Platzes bereits verlauten lässt, steht hier auch das Hamburger Rathaus. Der in elfjähriger Bauzeit zwischen 1886 und 1897 errichtete Bau umfasst eine Grundfläche von 7840 Quadratmetern und somit ein massives Auftreten. Mit viel Stuck und dem 112 Meter hohen Rathausturm konnte es bis heute seinen historischen Charme erhalten. Der Rathausmarkt selbst ist ein großer Platz, welcher auch als Marktstandort genutzt wird. Außerdem ist hier ein zentraler Umsteigeort für die Buslinien in Hamburg. Dafür gibt es hier an der südlichen und der östlichen Seite des Platzes zwei große Haltestellenanlagen. Mit der Ausfahrt aus der Station verlassen wir dann auch gleich das erste Mal den Untergrund auf unserer Fahrt. Damit fahren wir dann auf eine enge und kurvenreiche Steigungsstrecke auf, oberhalb des Mönckedampflieds. Sie hat hier eine der steilsten Steigungen einer U-Bahn-Strecke in Deutschland inne. Um hier die Reibung und somit auch die Geräuschkulisse zu verringern, werden in den Sommermonaten Wassersprenkleranlagen auf den Gleiskörpern eingesetzt. Am Ende der Steigungsstrecke erreichen wir dann den Rödingsmarkt. Die Station Rödingsmarkt ist eine Hochbahnstation, welche ebenfalls wie der Rest der Strecke, die wir bereits entlang gefahren sind, im Jahre 1912 entstanden ist. Dabei ist die Hälfte der beiden Außenbahnsteige mit einer Bahnsteigshalle überdacht. Diese ist größtenteils sowohl von der Dachkonstruktion als auch von der Seitenbemalung in Blau gehalten, nur die Fensterelemente wurden rot gehalten. Parallel zur Strecke verläuft hier auch das Alsterfleet, welches wir gleich nochmal mit der U-Bahn aus dem Fenster erkennen können, bevor wir die nächste Station erreichen.
Wir machen einen Zoom auf den 550 Meter langen Weg zur nächsten Station und fahren somit auf den Hamburger Hafen zu. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Direkt am Wasser des Niederhafen liegt die nächste Station Baumwall. Diese liegt in einer leichten Kurve und ist wieder zur Hälfte von einer Bahnsteigshalle überdacht. Hier befinden sich dann nun diverse Attraktionen. Zum einen liegt hier an der Überseebrücke das Museumsschiff Cap San Diego. Die U-Bahn-Station Baumwall ist außerdem die am nächsten zur Elbphilharmonie gelegene U-Bahn-Station. Deshalb trägt sie auch den Beinamen Elbphilharmonie. Der Fußweg dorthin beträgt trotzdem immer noch 500 Meter. Auch die Hamburger Speicherstadt mit ihren historischen Backsteingebäuden ist fußläufig zu erreichen. Dort liegt auch das Miniaturwunderland, die wohl bekannteste Modellbahnausstellung der Welt. Trotz dessen, dass hier diverse Möglichkeiten zum Verweilen einladen, wollen wir unsere Fahrt weiter fortsetzen zum zentralen Punkt am Hamburger Hafen. Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. Dabei gibt es auf der linken Seite in Fahrtrichtung zwischen den Stationen Baumwall und Landungsbrücken einen tollen Blick über den Hafen. Die Station Landungsbrücken erreichen wir dann nach 700 Metern Fahrt. Die Landungsbrücken besitzen ebenfalls zwei Außenbahnsteige und sind wieder zur Hälfte überdacht, diesmal allerdings komplett überbaut, da sich darüber eine Aussichtsplattform befindet. Die Station liegt hier in einer stärkeren Kurve, damit die U-Bahn-Züge dann weiter Richtung St. Pauli fahren können. Von der Aussichtsplattform oberhalb der Station gibt es wieder einige tolle Motive zu entdecken. Hier reicht dann auch der Blick bis zu den Containerterminals am Hamburger Hafen. Die Landungsbrücken selbst sind hier ein großer Hafenanleger für diverse Ausflugsschiffe, aber vor allen Dingen auch für die Hafenfähren, welche unter anderem von hier aus zur Elbphilharmonie oder nach Finkenwerder fahren. Der Fährsteg ist hier über einen Fußgängersteg von der U- und S-Bahn-Station, der hier die vierspurige Straße überquert, einfach zu erreichen. Wie gerade eben angesprochen, verkehrt hier auch noch die S-Bahn Hamburg. Im Tunnel verkehren hier in der Regel die S-Bahn-Linien 1 und 3 und im Berufsverkehr zusätzlich noch die S2. Die S1 verbindet dabei Wedel bzw. Blankenese mit dem Flughafen und Poppenbüttel, sowie die S3 verbindet hier Pinneberg mit Harburg, Buxtehude und Stade. Nach dem Verlassen der Station geht es nun mit einer Brücke über die Helgoländer Allee hinweg wieder in einen Tunnel hinein. Damit erreichen wir dann auch den gleichnamigen Stadtteil und die U-Bahn-Station St. Pauli. Die U-Bahn-Station besitzt hier wieder einen Mittelbahnsteig, welcher allerdings recht schmal gehalten ist. Die Wandverkleidungen bestehen hier aus weißen Aluminiumplatten. Der Ausgang am Millerntorplatz ist recht großzügig gestaltet mit einer großen Glasüberdachung. Hier besteht eine Umsteigemöglichkeit zu diversen Buslinien. Nördlich der Station liegt dann das Heiligengeistfeld. Die große Freifläche in der Hamburger Innenstadt wird vor allen Dingen als Veranstaltungsort zum einen für Konzerte, zum anderen aber auch für das Volksfest, den Hamburger Dom, genutzt. Daneben liegt noch eine größere Parkanlage, das Stadtwäldchen. Hier liegen neben mehreren Denkmälern auch Teichanlagen und es gibt eine Minigolfanlage. Wohl wichtigste Attraktion und für ein hohes Verkehrsaufkommen an Spieltagen sorgt das Stadion des 1. FC St. Pauli. Das sogenannte Millerntor-Stadion steht hier bereits seit 1963, wurde allerdings bis 2015 nochmal aufwendig renoviert. Dieses bietet bei Spieltagen bis zu 30.000 Menschen Platz.
Wir verlassen nun die U-Bahn-Station St. Pauli und fahren weiter zur Feldstraße. Der U-Bahnhof Feldstraße, den wir nun erreichen, ist an sich wieder nicht sonderlich interessant und besitzt nur einen schmalen Mittelbahnsteig. Interessant ist jedoch das in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof gelegene Gebäude, der Flankturm in St. Pauli. Der im Zweiten Weltkrieg erbaute Betonklotz diente als Hochluftschutzbunker während des Krieges. Ein Pendant dazu steht außerdem noch in Wilhelmsburg. Durch die glatte und massive Betonbauweise wirkt es bis heute hier fehl am Platz. Nach dem Verlassen des U-Bahnhofes Feldstraße fahren wir dann für knapp 100 Metern in einem offenen Trog weiter, bevor wir wieder unter die Erde schlüpfen und dann den U-Bahnhof Sternschanze erreichen. Der Abstand zwischen beiden Stationen beträgt knapp 900 Meter. Die Bahnhofsgestaltung selbst fällt neben weißen Aluminiumplatten mit einem Streifen aus Naturmotiven auf. An der Sternschanze besteht Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien, welche auf der Hamburger Verbindungsbahn unterwegs sind. Somit verkehren hier tagsüber die S-Bahn-Linien 21 und 31. Im Berufsverkehr kommt dann noch die S-Bahn-Linie 11 hinzu. Neben den Gleisen der S-Bahn liegen noch zwei weitere Gleise für Regional- und Fernzüge. Wenn man die Station durch den Haupteingang verlässt, landet man dann außerdem im Schanzenpark. Hier laden Grünflächen zum Verweilen ein. Als nächste Station erreichen wir dann den U-Bahnhof Schlump. Hier gibt es insgesamt drei Gleise, wovon zwei an einem Mittelbahnsteig liegen und eins an einem Seitenbahnsteig. Die Züge in unsere Fahrtrichtung, also Richtung Barmbek, halten am Außenbahnsteig. Das mittlere der drei Gleise wird im regulären Fahrbetrieb nicht benutzt. Direkt unter den Gleisen der U3 hält die U-Bahn-Linie 2, welche Niendorf Nord mit Mümmelmannsberg verbindet. Die U2 ist dabei auch das Haupteinsatzgebiet der DT4-Triebzüge. Hinter der Station Schlump verlässt die U3 dann erstmal für längere Zeit Tunnelstrecken und fährt durch viel Grün. Somit auch hier an der Hohen Luftbrücke beginnt dann die idyllische Strecke außerhalb der Innenstadt durch Hamburg. Mit dem Erreichen der Station Hohe Luftbrücke befinden wir uns nun auch im Stadtteil Harvesterhude. Wir kreuzen hier auch Hamburgs wichtigste Buslinie, die Metrobuslinie 5. Mit dem Verlassen der Station folgen wir nun einer Hochbahntrasse entlang der Isarstraße. Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Der Abstand zwischen der Station Hohe Luftbrücke und der nun folgenden Haltestelle Eppendorfer Baum ist knapp 1 Kilometer. Die Station Eppendorfer Baum liegt zumindest teilweise auf einem Viadukt, welches hier über den Isebeek-Kanal führt. Somit liegt hier auch ein Teil des Bahnsteiges oberhalb des Wassers, womit sich auch ein Blick dorthin eröffnet. Direkt daneben und auch über das Wasser führend ist die Strecke der U-Bahn-Linie 1, welche hier in den Tunnel fährt bzw. aus dem Tunnel vom Klosterstern aus gesehen kommt. Der U1 werden wir gleich nochmal ein Stückchen näher kommen, verlassen aber erstmal die Station Eppendorfer Baum. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U1. Ausstieg links. Damit befahren wir dann auch ein Überwerfungsbauwerk, zumindest in unsere Fahrtrichtung, welches beide Gleise der U1 überquert. Nach dem Durchfahren einer großen Weichenanlage erreichen wir dann die Haltestelle Kellinghusenstraße. Diese ist hier viergleisig ausgebaut. Somit halten wir hier gemeinsam mit den Zügen der U1 an zwei Mittelbahnsteigen. Dabei ist immer ein Mittelbahnsteig für die jeweilige Fahrtrichtung entweder Richtung Innenstadt oder in Richtung Norden gedacht. Die Fahrzeiten beider Linien sind so angepasst, dass hier in die jeweilige Richtung immer ein Taktknoten und Umsteigemöglichkeit besteht.
Die Züge der U3 verkehren dabei an den beiden äußeren Gleisen, die U1 an den mittleren beiden. Sie verbindet dabei Großhansdorf bzw. Ohlstedt mit Norderstedt-Mitte. Auf dem Gleis der U3 in die Gegenrichtung findet man noch ein interessantes architektonisches Merkmal. Hier liegt nämlich ein Durchfahrtstor, welches bisher auch immer ein beliebtes Fotomotiv gewesen ist. Allerdings durch den Einbau von Aufzügen an dieser Station wurde die Perspektive hier verbaut. Doch wir verlassen nun die Station wieder. Nächster Halt, Sirichstraße. Ausstieg links. Und wollen die nun folgende Station, Sirichstraße, auch überspringen. Nichtsdestotrotz geht es weiter durch dichtes Grün. Wir überqueren nun gleich im Anschluss auch noch die Alster. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Hinter der Station Sirichstraße verlässt die Strecke dann auch ihre Hochlage und führt in einem Trog weiter. Wir erreichen nun als nächstes den U-Bahnhof Borgweg an einem 90 Meter langen Mittelbahnsteig. Die Station selbst ist mit einer Glasüberdachung ausgestattet und wurde zuletzt in den 1990er Jahren saniert. In Zukunft soll hier die neue U-Bahn-Linie 5, welche von Bramfeld aus weiter in die Innenstadt über die City Nord und den Borgweg führen soll, hier kreuzen. Nördlich der Station liegt auch der Hamburger Stadtpark. Neben Bäumen und Wiesen gibt es im Hamburger Stadtpark auch einige extra angelegte Beetanlagen. Hier sprießen dann im Frühjahr und Sommer die Blumen. Außerdem gibt es hier ein Planetarium, einen See und eine große Festwiese. Zurück an der Station setzt sich unser U-Bahn-Zug nun wieder in Bewegung und wir unterqueren den Borgweg selbst. Nächster Halt, Salamstraße. Ausstieg links. An dieser Stelle überqueren wir nun den Goldbeck-Kanal. Nach 1,1 Kilometern Fahrtweg erreichen wir dann die Station Saarlandstraße. Hier gibt es insgesamt 4 Bahnsteiggleise. Grund für diese Viergleisigkeit ist nicht, dass wir wieder mit einer anderen U-Bahn-Linie kreuzen, sondern da sich hier hinter der U-Bahn-Station eine Abstellanlage befindet, können somit hier Ein- und Ausrückerfahrten besser durchgeführt werden. Die Bahnsteige sind hier deshalb auch 120 Meter lang, sodass hier auch 8 bis 9 Wagenzüge halten können, die dann in die Abstellanlage fahren. Auch sehr interessant ist die architektonische Gestaltung an der Station. Diese stammt nämlich aus der Mitte der 1920er Jahre, wo die Station, welche seit 1912 existiert, umgebaut wurde. Dabei erhielt sie ihr Aussehen mit dem sehr interessanten, in Backstein gestalteten Empfangsgebäude. Auch im Inneren mit Fliesengestaltung und den Zieltafeln über den Abgängen zu den Mittelbahnsteigen lässt sich der Charme der 1920er Jahre wiedererkennen. Direkt nach dem Verlassen der Station überqueren wir den Barmbeker Stichkanal. Nächster Halt, Barmbek. Übergang zur S1 und U3 in Richtung Hauptbahnhof Süd, Schlumpf und Richtung Wandsbek Gartenstadt. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Wir erreichen damit auch gleichnamigen Stadtteil und somit auch die gleichnamige U- und S-Bahn-Station. Diese ist eine wichtige Umsteigestation. Hier müssen wir nun einen genaueren Blick auf die Kurse der U3 werfen, da hier die Stichstrecke von Wandsbek-Gartenstadt eintrifft. Selbige werden wir uns in diesem Video allerdings nicht noch genauer anschauen. Für die U-Bahn existieren hier insgesamt 4 Gleise, davon für die Fahrtrichtung Westen und 2 für die Fahrtrichtung Osten. Der Kurs, mit dem wir aus der Innenstadt bzw. von Schlumpf gekommen sind, endet hier in Barmbek. Dabei nutzt er meist Gleis 2.
Direkt am selben Mittelbahnsteig gibt es dann Umsteigemöglichkeiten zu einem U-Bahn-Zug, der von Bansbeck-Gartenstadt auskommt und dann über Munzburg Richtung Berliner Tor weiterfährt. In die Gegenrichtung setzt dann der hier endende Zug wieder ein und fährt dann weiter über Schlump Richtung Hauptbahnhof Süd. Gleichzeitig gibt es dazu dann wieder Umsteigemöglichkeit aus einem vom Berliner Tor bzw. der Munzburg kommenden Zug, der weiter Richtung Wandsbek-Gartenstadt fährt. An einem dritten Mittelbahnsteig besteht dann hier außerdem nochmal Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahnlinien 1 und 11. Vor dem Bahnhof gibt es eine große Bushaltestelle, an der bis zu 6 Linien abfahren. Nur schwerlich zu erreichen allerdings bereits passiert, liegt hinter dem Bahnhof auch die U-Bahn-Hauptwerkstatt der Hochbahn. Diese ist von der U-Bahn-Station über diverse Gleisanschlüsse zu erreichen. Nächster Halt, den Heide. Ausstieg rechts. Mit 1,2 Kilometern Streckenlänge ist der Abstand zwischen den Stationen Barmbek und den Heide mit einer der längsten auf der Strecke. Auf der Fahrt überqueren wir dabei noch den Osterbeek-Kanal. Wir erreichen nun den Bahnhof Denheide und durchfahren dabei das historische Stationsportal. Dieses stammt noch aus der Zeit der Errichtung des Bahnhofes aus dem Jahre 1912. Die restliche Gestaltung des Bahnhofes stammt aus den 1990er Jahren. Hier wurde der Bahnhof umgestaltet und dabei erhielt er auch die Besonderheit, dass er als einziger Bahnhof auf der U3 fast komplett eingehaust ist. Die meisten anderen Stationen an der Oberfläche sind entweder nur zur Hälfte oder weniger eingehaust. Interessant ist auch die Deckenkonstruktion, welche hier mit Holz gestaltet wurde. In dessen Mitte, auf Höhe der Gleisanlagen, befindet sich auch eine Glaskonstruktion, welche somit viel Tageslicht gewährleistet. Mit dem Verlassen der Station geht es nun weiter auf einer Hochbahntrasse in Richtung Hamburger Straße. Die Station Hamburger Straße wollen wir dabei überspringen. Nach knapp 1,4 Kilometern Fahrtweg seit dem U-Bahnhof Denheide erreichen wir nun die Station Munzburg. Hier ist auch wieder die architektonische Gestaltung besonders interessant. Sie konnte nämlich bis heute ihren historischen Charme, indem sie in der Reformarchitektur im Jahre 1912 errichtet wurde, erhalten. Errichtet wurde sie dabei von Siemens und Halske. Das Gebäude besteht zu großen Teilen aus Backstein, besitzt allerdings auch einige Sandsteinelemente, so auch einen Schriftzug mit dem Namen Munzburg. Auch auf der Bahnsteigebene der Station fällt die Gestaltung mit Fliesen und historischen Lampen auf. Hier besitzt die Station zwei Außenbahnsteige. Des Weiteren stehen hier auch noch die Munzburg-Türme, drei Hochhäuser, von welchem das höchste 101 Meter hoch ist mit 29 Stockwerken. Sie werden als Wohn- und Geschäftshäuser im Mischbetrieb genutzt. Im unteren befindet sich noch ein Einkaufszentrum mit einem Kino. Wir wollen nun mit dem Verlassen des Bahnhofes auch die folgende Station, Uhlandstraße, überspringen und direkt bis zur Lübecker Straße weiterfahren. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Die U-Bahn-Station liegt kurz nach der Einfahrt in einen Tunnel hinein, knapp 1,2 Kilometer von der Munzburg entfernt. Der Bahnsteig, an dem hier unsere Wagen halten, ist 120 Meter lang. Die Stationsgestaltung fällt hier relativ schlicht aus mit weißen Fliesen an den Wänden. Im Jahre 1961 kam dann hier an dieser Station die Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie 1 hinzu. Diese verkehrt hier eine Etage tiefer, ebenfalls an einem 120 Meter langen Mittelbahnsteig. Dessen Auftreten wirkt allerdings mit grauen und gelben Aluminiumplatten an den Wänden etwas moderner. Sowohl die U1 als auch wir fahren hier in diese Richtung erst einmal weiter in die Innenstadt. Die U1 fährt allerdings über die Lohmühlenstraße zum Hauptbahnhof und wir über das Berliner Tor.
Den U-Bahnhof Berliner Tor erreichen wir dann auch nach knapp einem Kilometer Fahrtweg. Die Station ist hier wieder viergleisig ausgebaut und somit eine direkte Umsteigemöglichkeit zwischen der U2 und der U3 an dem jeweiligen Mittelbahnsteig zu bieten. Somit sind beide im 5-Minuten-Takt verkehrende Linien aufeinander angepasst. Auch dieses Angebot wird sehr gut genutzt, sodass hier täglich bis zu 124.000 Menschen ein-, aus- und umsteigen. Auch besteht hier Umsteigemöglichkeit zur U4, welche zwischen Elbbrücken und Billstedt unterwegs ist. Zwischen den Mittelbahnsteigen der Station stehen dann Säulen mit kaminroten Fliesen gestaltet. Die Stationswände sind dann je nach Seite entweder in unterschiedlichen Rot- oder Blautönen gehalten. Wenn man die Station vollständig verlässt, gelangt man dann auch zur S-Bahn-Station. Hier verkehren im regulären Verkehr die S-Bahn-Linien 1, welche Wedel mit dem Flughafen und Poppenbüttel verbindet, und auch die S21, welche Elbgaustraße mit Aumühle verbindet. Im Berufsverkehr kommen dann hier noch die HVZ-Verstärkerlinien S11 und S2 zum Einsatz. An der Bahnsteigsebene der S1 gibt es einen Mittelbahnsteig und einen Seitenbahnsteig, insgesamt drei Gleise, und oberhalb an dem der S21 einen Mittelbahnsteig. Bis zum Hauptbahnhof wären es jetzt noch 800 Meter Fahrtweg und damit schließt sich auch der Ring. So, und damit sind wir am Ende unserer Reise mit der U3 durch Hamburg angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann am nächsten Freitag zum Livestream einschalten würdet, der dann am Nachmittag startet und dann bis tief in die Nacht hineingehen wird. Und bis dahin freue ich mich auf euer Einschalten und macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.